So, gleich geht's los. A-Finale ORE 8. Bergan Kilic, Rucha Kilic, Sophie Müller, Uli Westenfelder, Michael Tamm sind hier die Ersten. Dort ganz hinten ist der Erling Krieger, der Dritter war. Geht hier jetzt, wie gesagt, gleich los. So, hier seht ihr noch mal kurz die Startaufstellung. Berkan, Bucher, Sophie, Michael, Janik, Oskar. So, gleich geht's hier los. Erstmal Einrollrunde, bevor es dann in die Startaufstellung geht hier. So, Startaufstellung wird dort hinten sein, aber alle können auch mal eine Runde fahren, bevor es losgeht. Ja, die Startaufstellung, ihr seht, 90 Grad zur Wand aufgestellt. Nicht schlecht. Mal was ganz anderes, wird natürlich für die Hinteren etwas schwieriger werden. 6, 5, 4. So, gleich jetzt. Berkan für Bucher, vor Sophie. Michael aus den Niederlanden und Janik. Janik hat ein bisschen Anschluss verloren. 5, 6 Platzierte. Ja, hier ja, geht alles sehr fair zu, ganz hinten. Berkan an der Spitze. Die beiden können sich um absetzen. Schon gut. Bislang Vorsprung ist alles gut verlaufen. Da war ein paar Zumulten am Start, aber das hat sich jetzt nicht legalisiert. Und somit kann das Rennen ja richtig losgehen. Ja, Berkan kann sich einen Tick absetzen, aber Burak wird mit Sicherheit da nicht locker lassen und sein Bruder einfach davon fahren lassen. So, für Sie, liebe Zuschauer, hier zuschauen, die beiden Herren, der da vorne fährt, der Nummer 1 und Nummer 2 auf ihren Fahrzeugen. Ich sage Ihnen einen Augenblick, kommen Sie für die 700, liebe Zuschauer, die orange und blaue Fahrzeuge, die jetzt bei Ihnen sind, liebe Zuschauer. Das sind beziehungsweise der 17. und der 13. Fahrer der Welt. Dass wir hier für Sie präsentieren kann, liebe Zuschauer, wirklich Weltklasse Publikum oder Weltklasse Fahrer, die in dieses Fahrerfeld. Nicht nur das drittplatzierte Auto, das runterkommt, gleich ist es bei Ihnen, liebe Zuschauer. Fahrzeug Nummer 3, kommen jetzt runter zum Zuschauerbereich. Das ist Deutschland, schnellste Frau und eine von den schnellsten weiblichen Teilnehmern in Europa. Haben wir auch noch mit hier drin. Wir haben die drei schnellsten Fahrer von Holland mit hier in diesem Feld. Und wir haben einen 1:8er Europameister und Deutschlandmeister haben wir auch noch mit in diesem Feld hier, aber in einer anderen Sportart, zum GT-Sport. So, das sind hochkarätige Fahrzeuge, hochkarätige Fahrer, der hier für Sie, die da ist, liebe Zuschauer, fährt dieses Showrennen, so dass Sie das sehen können. Wo der Unterschied liegt zwischen Weltklasse und Normal. Und das ist eigentlich ganz toll, dass Sie sehen, dass die beiden Brüder mit den langen gerade runter. Das sind Brüder, die stehen hier oben an der Fahrstand mit so einem blauen Pulli an, die stehen da drauf. Fahrzeugmarkierung ist die Kennzeichen einfach nur, das Fahrzeug ist geändert. Und die beiden fahren seit. Wow, okay, die haben nicht versucht, jetzt mit seinem Bruder ein bisschen zur Ruhe zu setzen. So, wir gucken mal hier. Das war ein bisschen in der Hose. Platz 4 und 5. Aber so kann man das verfolgen. Wir sind Weltklasse-Fahrer hier in diesem Feld. Wir haben quasi das Creme de la Creme von Deutschland in Europa hier unter einen Hut reingezimmert. Mit 12 hochkarätige Fahrer hier, meine lieben Damen und Herren. Noch 7 Minuten gefahren, 7 Minuten noch. Still at 7 minutes. Oh, hier geht's an den Rundum. For the corner is 7 minutes. 3 down, 7 to go. Sophie mit einem souveränen dritten Platz von Michael Familie ist das Verfolger auf 4. Oh, und jetzt innen vorbeigegangen. Wie hat er das wieder gemacht? Ja, manchmal ist so. Fingerfrei bleiben und zu Hause. Ja, ja, nicht. Aber innen auch. Soll unter Dach und Fach sein. Oh, super, Berkan. Ah,
Alter, ist das ein Racing hier. Geil, was die zwei hier vorführen. Boah, zu weit gesprungen und Burak vorbei. Wahnsinn. Das war eine spektakuläre Runde hier gewesen. Spielen die beiden Brüder hier um diese Runde. Burak hier nach vorne, kann erstmal den Weg durch den Verkehr durchboxen und Berghoff muss sich hier da ein bisschen rum hinterherhängen, gucken, wo macht er einen Fehler, wo macht er keine. Denke den Körn. Hier sieht schön zuzuschauen, was hier mit einem Herrn Weißmann Seite an Seite so professionell, wie man das überhaupt machen kann. Das ist hier die hochkarätige Rennen, was wir hier sehen, meine Damen und Herren. Das ist quasi das Creme de la Creme in Europa und in Deutschland, was man hier gerade zur Verfügung stehen hat. Für Sie, liebe Zuschauer, das wird hier sehen können. Das Finale, also Achtung. Oh, jetzt wird es wieder spannend. Und das Finale, zweite Idee. Hochkarätiges Fahrerfeld haben wir hier zu präsentieren, dieses Wochenende hier, meine lieben Damen und Herren. Wir sind bei 107 Fahrern. Teilnehmer haben wir hier quasi das beste Angebot, was man so gerade auf Wochenende finden kann. Von Holland, Deutschland. Innen rein. Jetzt hier für Sie, liebe Zuschauer. Wahnsinn. Burak fährt da aus. Ja, hat ein bisschen profitiert, aber es gehört halt dazu. Wahnsinn, ja. Und wieder frei. Schöner Finallauf zwischen den beiden Brüdern hier. Da müssen wir mal gucken, wo er jetzt hier. Und jetzt, ja, zu weit. Und gerade, man sieht im Burak zu weit. Und vorbei. Boah, sauber. Und dadurch viel Zeit verloren. Und wo ist die Sophie? Hier ist Sophie. Ah, ihr habt noch Rückstand. Ja, damit Burak. Ein bisschen kleinen Fehler da. In Führung. Hier frei. Und ich jetzt haben dahinter, aber der ist hier verwundert worden. Noch 4 Minuten. 4 Minuten. Wahnsinn. Er hat einen Fehler gelassen irgendwo. Yep. Jetzt runter. Bisschen Abstand jetzt laufen lassen. Burak zieht da komplett weg. Dann wird es sehen, dass er dann vielleicht umlegen. Da ist es ein bisschen groß geworden, aber die zufahren kann. Na, so viel, da kommt die etwa den Fingern. Wir werden da aus dem Tor. Nummer 7. Und hier müsste das Michael sein. Aber hat schon einen großen Rückstand auf die Sophie. Also da sollte Sophie da hinten im Bild sollte reichen. Ja, jetzt hat sich gezeigt, 28. Berger mit 24. So, dahinter kommt der Burak. Ja, 21,7, was kann Berghahn machen? 20,9. Fast die Sekunde gut gemacht. Ich meine, Burak, der war ja noch ein bisschen auf seinem Ruder, dass er wieder Spaß haben kann hier. Sophie fährt 22,4. Markus Dahlmann von hinten 23,1. Kann auch nicht aufschließen zu ihr. Abstände bleiben so weit. Sehr stabil in diesem Punkt hier. So, dann können wir mal hier mal noch gucken. Wo ist jetzt hier? Da kommt er. Das muss ja nicht Krieger sein. Der gleichzeitig noch Zeitnahme macht. 2 Minuten noch. Letzten 2 Minuten, meine Damen und Herren. Burak kennt es vor, Berghahn, Sophie auf die 3, Markus Dahlmann auf die 4, Jan Degen auf die 5, Janik auf die 6, Oskar auf die 7, Dennis Bode auf die 8, Dorn auf 9, Frank Leder auf die 10, Mili Dahlmann auf die 11, Uli Westerfelder auf die 12.
Leistung und nach dem Bewegungsfall ist frei. Der Bergmann, was war da? Da war ein Helfer-Einsatz gefragt. Der Bergmann hier. Ja, der Vorsprung sollte für den Johann reichen. Auch eine saubere Linie, ja, schön wie er sieht. Und wie er da in der Linie vorstand. Es ist interessant zu sehen, bei den Bauern in Mathehelle, ob das so halten wird. Ich glaube, ist der Burak. Letzte Minute, one minute, letzte Minute. Man ging mit dem Fehler Stahlmann wieder zurück auf die 4. Wieder zurück auf die 4. Oskar Jagadolide. Ich will ein bisschen bremsen. Oh, und da kommt hier Bergmann. Aber der Vorsprung sollte noch. Ja, so weit so gut. 25 Sekunden noch auf die Uhr. 25. 25 Sekunden auf dem Masterball. Und fahren Sie eben. Abstand wird etwas kleiner. Wir fahren eigentlich fast gleichzeitig wahrscheinlich über Ziel. Letzte Runde oder ist jetzt schon beendet? Jetzt ist die Information. Johann Bergmann ist fertig. Wahnsinn. Wir sind alle fertig, alle Auflösung fertig. Kondition nervös ist, so shaky. Jetzt ist das C-Finale dran, aber das werden wir jetzt nicht filmen, nur das A-Finale. Er macht das gut als Moderator hier, hat das gerade moderiert, habt ihr ja gesehen. Geht hier gleich los. C-Finale. Und wie gesagt, das war jetzt A-Finale. Das heißt, ich glaube, Tami muss reinspringen. Ja,